Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen kein Call of Duty Video, zu einem neuen Vlog. Und ja, gestern war das Spiel Team Red gegen Team Burnage. Und ja, wir haben 3:0 verloren, also ziemlich krass, wie noch nie jemand den Zellos verloren hat. Das erste Mal, dass jemand 3:0 verloren hat. Und ja, wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben uns, ich glaube, 3 Tage ungefähr davor vorbereitet. Ich war derjenige, der am wenigsten Zeit hatte, mich vorzubereiten. Ich glaube, das waren 4-5 Stunden insgesamt auf 3-4 Tage verteilt. Und ja, die anderen konnten sich ein bisschen mehr vorbereiten, weil sie mehr Zeit hatten. Ich habe halt meinen Let's Play-Kanal noch, ich muss halt jeden Abend zum Fitness noch und diese ganzen Sachen. Und ich hatte nicht allzu viel Zeit, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und die Vorbereitung hat an dem Ganzen am meisten Spaß gemacht, weil wir haben uns fertig gemacht, wir haben Pläne uns ausgedacht. Wir haben so viele Sachen uns ausgedacht, wie zum Beispiel am Anfang die B-Rush-Taktik oder irgendwie sowas haben wir uns halt ausgedacht und wollten das umsetzen. Und das Plan macht verdammt viel Spaß. Wenn man halt sowas plant und es dann umsetzt, ist es natürlich extrem geil. Nun, dann kam das Match und wir wurden ziemlich zerstört. Das haben wir auch schon am Anfang gemerkt auf Raid-Stellung. Allerdings haben wir gesagt, es spielt keine Rolle, ob wir das erste Game verlieren, ob wir das zweite Game verlieren. Wir geben trotzdem unser Bestes, weil es kann immer wieder ein Comeback geben. Und je mehr wir verlieren, desto besser werden wir und desto epischer wird das Comeback sein. Und ja, beim zweiten Spiel, das haben wir verloren. Und dann mussten wir noch das dritte Spiel gewinnen, um alles zu gewinnen. Und es gab diesen einen Moment, das war nämlich Capture the Flag auf Slums. Ich glaube, das war Slums. Nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Und ich hatte die Flagge aus Versehen aufgehoben, die war in der Nähe unserer Basis. Die Gegner waren tot und alle sagen, bring die Flagge zu unserer Flagge, damit wir 3:2 stehen, damit wir gewinnen. Und keiner hat meinen Namen gesagt und ich wusste nicht, dass ich es bin. Und man ist sowieso schon so aufgeregt. Und alle sagen mal, bring die Flagge. Und ich auch noch, ich sag's auch noch, bring die Flagge dahin. Ich wusste nicht, mit wem ich rede, aber ich wusste, jemand von denen hat die Flagge. Aber in Wirklichkeit hatte ich die Flagge. Und dann ist langsam das Team wieder gerespawnt. In der Zeit haben wir so lange diskutiert. Und dann war ich kurz vor der Flagge, wurde aber noch getötet und die haben die Flagge eingenommen. Haben unsere Flagge mitgenommen, haben sie in ihrer Basis quasi in ihre Basis getan und dann haben wir verloren. Und dann stand es 3:0 und das war endgültig vorbei. So, was ich persönlich daraus gelernt habe, ist einfach, dass es gar nicht um den eigenen Skill geht. Ich meine, wir alle waren nicht allzu skillvoll in unserem Team, muss ich sagen. Das Ding ist einfach, in unserem Team sind nicht wirklich Leute CODler. Es gibt nur einen und das ist dieser, der Puzzle. Übrigens, ich verlinke euch alle in der Beschreibung, die mitgemacht haben. Der Puzzle, der zockt oft COD. Aber wir drei, wir zocken ziemlich selten COD. Wir warten alle auf Black Ops 3 und ich glaube, ich habe auch 2 Monate lang kein Black Ops 2 angerührt. Ihr wisst ja, ich habe ja einen Monat oder sowas nichts hochgeladen mal. Und ja, das war die Zeit, wo ich lange nicht gezockt habe und ich habe erst wieder angefangen zu spielen, so eine Woche bevor das Turnier begann, quasi, damit ich ein bisschen übel wieder reinkomme. Da kam noch dazu, dass ich nach 3 Jahren auf die PS3 gewechselt bin, aber das sind alles so gar keine Ausreden, weil das, was, also zum einen muss man sagen natürlich, ich will kein schlechter Verlierer sein, weil wir haben extrem verloren und das Gegnerteam hat besser gespielt und das Problem, was ich nur habe, ist, dass die Teamverteilungen sollten gerecht sein. Also diese wurden auch am Anfang so gemacht, dass sie gerecht sind. Und es war einfach unfair, dass 2 Clan-Mitglieder quasi in deren Team waren und die schon kannten. Es sollte nicht so sein, dass quasi ein Clan dort ist. Also wenn wir verlieren, ist es vollkommen in Ordnung. Man muss verlieren, um irgendwann der Beste zu sein. Das ist nun mal so. Es gab 2 Apocalypto Reds. Apokalypto-Mitglieder in deren Team, was bedeutet, diese Leute, die kennen sich schon das Ganze und die müssen meistens auch gar nicht mehr miteinander üben, wenn sie quasi in einem Team sind, weil die sich quasi schon kennen. Also, die haben nicht einmal geübt. Das Team gegen das Team hat nicht einmal geübt und hat uns ziemlich zerstört, obwohl wir geübt haben und uns den Arsch aufgerissen haben. Deswegen, das darf eigentlich nicht sein, dass es quasi so unfair ist mit den Teams. Das fand ich ein bisschen unfair, aber das habe ich auch mit Markus gesagt. Und er hat gesagt, ja, da hast du recht, das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal anders gemacht, weil es ist quasi ein Turnier und es ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass es so ein Turnier gegeben hat. Also es wird noch viele Turniere davon geben, nur halt, es wird jetzt einen Gewinner geben. Ich denke auch persönlich, dass das Team Red gewinnen wird, einfach weil es einfach so unfair ist dort, weil sie quasi schon in einem Team sind und sie schon gegenseitig kennen und wir erstmal uns alle kennenlernen mussten und auch nicht wirklich einen Spieler hatten, der wirklich das Spiel richtig intensiv zockt und so richtig gut ist.
Das ist halt das Problem so ein bisschen. Aber selbst eine Person bringt da gar nichts. Also es muss auch die Teamphysik sein, die das stimmt. Das ist einfach immer so. Das Team muss sich untereinander verstehen. Man muss so oft miteinander zocken, dass man weiß, was der andere jetzt nun machen wird. Wo er hingehen wird, was er in die Situation tun wird, wo ich lang gehen muss. Das muss man halt einfach alles sagen. Ja, dann kann ein Team gewinnen. Was ich noch gelernt habe, ist, dass es gar nicht um KD geht. Also KD ist eigentlich total irrelevant. Natürlich ist es wichtig, die Gunfights zu gewinnen und sowas, wo uns die Gegner ziemlich gestört haben, wie ihr gesehen habt. Allerdings geht es mehr so um die Objectives. Also so eine Nuklear als Objective-Spieler zu machen, ist eigentlich unmöglich, weil man muss immer auf die Flagge gehen. Sagen wir zum Beispiel, wir haben B nicht bei Herrschaft und wir haben nur A, die Gegner haben zwei Flaggen, dann muss man eine Flagge irgendwann einnehmen, um zu gewinnen, und dann wird man höchstwahrscheinlich sterben. Man kann keine Flaggen einnehmen, Objective spielen und nicht sterben. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, auch sehr, sehr viel Glück. Das ist nur, das geht kaum eigentlich. Deswegen haben die meisten Competitive-Spieler auch keine gute KD. Manche Leute haben eine 0,7er KD. Ich glaube, der beste Competitive-Spieler hat 1,4er KD. Also auch nichts im Gegensatz zu mir, aber das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Und die reißen auch keine Nuklears oder sowas, sondern die sind halt im Competitive richtig gut. Und im Objective-Spielen, also die gewinnen einfach immer. Aber ja, es war einfach die Teamphysik bei uns, die nicht geklappt hat. Und das war halt ein bisschen schade, dass die Teams halt auch so unfair eingeteilt wurden. Aber kann man nicht ändern, wir haben verloren. Ist jetzt auch nichts Schlimmes. Es gab auch Leute, die mit dem Druck nicht so gut umgehen konnten, wie zum Beispiel Solution. Der ist sofort gegangen, weil ich glaube, die haben irgendwie einen Spruch rausgehauen, 3:0, dass wir reingekommen sind. Aber das war mir egal. Ich habe es mit Humor genommen. Aber ja, wie gesagt, manche Leute kamen da nicht so ganz mit klar. Aber ich kann euch eins sagen, in Black Ops 3 wird auch so ein Turnier stattfinden und da werde ich meine Gegner rapen. Also so richtig rapen. Denn das Spiel werde ich wieder viel, viel mehr spielen und dann werde ich endgültig zu der PS4 wechseln, weil es ja auch PS4 exklusiv ist. Und dann werde ich auf jeden Fall meine Gegner rapen, also keine Sorge. Das war jetzt nur so, weil die Teamphysik nicht gestimmt hat und das Ganze. Und weil es ein bisschen unfair war und weil wir selber aufgeregt waren, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, dem anderen Team war scheißegal. Und das, ich wusste schon von Anfang an, es ist ein Vorteil, wenn jemand scheißegal ist. Bei uns Herzrasen pur und bei denen, ja. Ich komme gerade aus Berlin und ja, hier wird gegessen. 10 Minuten davor bin ich gekommen und jetzt spiele ich mal eine Runde. Und das, da ist man natürlich auch noch viel besser, als wenn man extrem aufgeregt ist, die Hände zittern und das Ganze, man weiterkommen will. Aber man darf nicht vergessen, es ist nicht existenzberechtigend. Existenzberechtigend, so heißt das Wort. Es ist vollkommen in Ordnung, jeder verliert mal. Auch die Pros, alle, jeder verliert mal. Ihr werdet keinen sehen, der nicht verliert. Auch du verlierst mal. Auch ich verliere mal. Jeder verliert mal. Aber na gut, das war mein Statement zum Spiel. Macht euch keine Sorgen. Beim nächsten Mal rapen mein Team und ich alles. Also es wird episch. Das wird auch eine neue Teamzusammenstellung sein. Mit fairerem Team, sondern werden wir alles rapen. Jeden Einzelnen. Aber okay, ich will das Video für das mal stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass! Ich sag dann, like dieses Video, schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ihr nicht produziert habe. Und abonniere jetzt, um solche Beispiele nicht für dich. Im nächsten Video wiedersehen, da sage ich immer noch 3, 2, 1, Schau! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny.